Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Freizeitmobile von der Kammer GmbH. Heute zeigen wir euch einen Teilintegrierten der Premium-Klasse, nämlich den Carthago Schick C-Line T4.9. Wie man sehen kann, ist der T4.9 hier aufgebaut auf dem Fiat Ducato Chassis mit Alco Spezialtiefrahmen, der eigens von Alco für Carthago gefertigt wird. An der Front können wir sehen, die Stoßstange, die das Auto hier vorne trägt, ist nicht die original Fiat Stoßstange, sondern eine Carthago eigene mit diesem wirklich, finde ich, sehr, sehr schönen Kühlergrill. Was kann so ein Carthago, was bietet so ein Fahrzeug mehr vielleicht wie der ein oder andere Mitbewerber? Das zeigen wir jetzt in diesem Video mal und gehen ganz einfach mal alles durch. Was wir natürlich immer bei jedem Carthago mit an Bord haben, ist der große Doppelboden, der uns viel, viel Stauraum bietet und natürlich auch das Fahrzeug wirklich winterfest macht. Somit haben wir also viel Stauraum zusätzlich. Hier jetzt neben der Aufbautür vorne haben wir die Batteriezentrale untergebracht. Wir haben also auch einen Batterietrennschalter hier direkt installiert, sodass wir, wenn das Fahrzeug längere Zeit mal stehen sollte, die Batterien im Prinzip vom Netz nehmen können. Hier haben wir die Durchlademöglichkeit, sodass wir lange sperrige Sachen ganz einfach in den Doppelboden reinladen können und bis zur anderen Seite durchladen können. Ein weiteres Staufach haben wir hinter der Aufbautüre. Auch hier haben wir nochmal ein abgesenktes Fach, wo wir wirklich auch noch eine ganze Menge Dinge einladen können. Dann bietet ein Carthago natürlich schon immer eine sehr, sehr große Serienausstattung. Wir haben zum Beispiel bei der Toilette, hier ist natürlich eine Setford C260 Kassette drin. Wie wir hier sehen können, ist hier gleich der Schlauch angeschlossen. Sprich, das Auto ist ab Werk immer ausgestattet mit einer SOG Toilettenentlüftung. Da sehen wir außen nichts von, weil ganz einfach die Dünste, die abgesaugt werden, über einen kleinen Kamin auf dem Dach nach außen den Weg finden. Benchmark bei Carthago ist nach wie vor die große Heckgarage. Wir haben beim Schick C-Line serienmäßig zwei große Garagenklappen an Bord. Wir haben den rutschfest beschichteten GFK-Boden in der Garage und haben rechts und links am Boden die Zugschienen, wo wir die Ringösen einschrauben können, um so unser Fahrrad, Motorroller etc., was auch immer man mitnehmen möchte, ganz einfach befestigen kann. Hier im hinteren Bereich haben wir die Batteriezentrale untergebracht. Also hier haben wir direkt an einem Ort gut zugänglich das Batterieladegerät, die ganzen Sicherungen und auch den FI-Schalter installiert. Die Heckpartie unseres Schick C-Line T4.9 ist eine einteilige GFK-Maske. Also hier haben wir wirklich ein schönes Heck mit schönen Formen und schönen Rundungen. Wir haben den Stoßfänger hinten separiert, sodass wir, falls man doch mal ein kleines Malheur hat, diesen einfach tauschen kann. Oben in der Mitte können wir sehen, haben wir die Kamera-Einfachlinse für die Rückfahrkamera. Form schön oben direkt unter der dritten Bremsleuchte mit an Bord. Was ich persönlich immer ein schönes Gimmick finde, sind zum Beispiel die Lauflichtblinker, die man so von den modernen PKWs heute kennt. Das hat Carthago auch hier für den Schick C-Line übernommen. Jetzt stehen wir hinter der Fahrertüre und auch dort haben wir nochmal einen wirklich großen abgesenkten Stauraum. Hier können wir sehen, der vordere Bereich ist nochmal zusätzlich abgesenkt, sodass wir da nochmal mehr Höhe haben. Und der ganze Rest können wir halt sehen, geht in den Doppelboden rein, sodass wir da wieder die andere Seite von dem Staufach sehen können, was wir gerade eben auf der Türseite schon gesehen haben. Weiter in die Mitte können wir noch sehen, das abgesenkte Bodenfach. Das können wir ganz bequem von innen erreichen. Der Gaskasten, der sich bei dem Fahrzeug direkt hinter dem Seitenstaufach, was wir gerade gesehen haben, verbirgt, ist schön abgesenkt. Also wir haben hier keinerlei Kante, wo wir die Flasche rüber oder reinheben müssen, sondern wir können sie wirklich direkt vom Boden im Prinzip ins Gasfach heben. Wir haben bei dem Auto hier die Duo Control CS schon mit an Bord, sprich zwei Flaschen Umschaltanlage. Sobald die eine Flasche leer sein sollte, schaltet die Anlage um und gibt dann auf das Original Carthago Bedienpanel eine Meldung, sodass wir wissen, dass wir Gasnachschub brauchen. Direkt vor der Wohnraumtüre unseres Schick C-Line haben wir das große Bodenfach, wo wir also nochmal viel, viel Zuladungsmöglichkeiten haben für Getränke oder für andere Dinge. Auf der linken Seite können wir sehen, ist zentral angeordnet der Auslassmechanismus für den Abwassertank sowie das Thomas Frostkontrollventil.
Nun sind wir hier in der Sitzgruppe angekommen. Wir haben wie Karthago typisch auch natürlich hier im Schick-C-Line die schöne Eldinette mit dem Einsäulen-Tischfuß. Wir haben hier also einen sehr variablen Tisch. Mit einem Druck auf das Pedal am Boden kann ich den Tisch verschieben. Ich kann ihn in alle Richtungen bewegen, verdrehen, sodass jeder am Tisch seine perfekte Position findet. Wenn wir auf die rechte Fahrzeugseite gucken, können wir sehen, dass wir hinter dem Einzelsitz den Fernseher in dem Quick-Auszug installiert haben. So haben wir hier die Möglichkeit, den Fernseher rauszuziehen. Und wenn wir ihn nicht mehr brauchen und aus dem Sichtfeld haben wollen, ganz einfach durch runterdrücken, können wir ihn versenken und wir haben wieder freien Blick. Wie wir draußen schon gesehen haben, ist das Auto auf dem Fiat Ducato aufgebaut. Unter der Haube steckt der 160 PS Motor, hier in Verbindung mit dem 9-Gang-Wandlergetriebe. Wir haben das Lederlenkrad dabei, wir haben die Klimaautomatik dabei und wir haben hier als Option auch schon das Pioneer mit der Wohnmobilnavigation bestellt. Die Sitze sind beim Schick C-Line nicht mehr original Fiat, sondern hier haben wir den wirklich schönen und sehr komfortablen Agouti-Sitz verbaut. Unter der Sitzbank haben wir direkt an der Eingangstür die Schublade für die Schuhe und weiter unter der Sitzbank haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, über den aufgeklappten Deckel in das Doppelbodenstaufach bzw. das Seitenstaufach zu greifen. Die geräumige L-Küche unseres Schick C-Line T4.9 ist hier ausgestattet mit dem wunderschönen Dometic 3-Flammkocher mit dem gusseisernen Rost. Da findet also auch jeder Topf und jede Pfanne, egal welcher Größe, einen vernünftigen Stand drauf. Wir haben natürlich die große Spüle mit der Abdeckung, die auch gleichzeitig unser Schneidbrett ist. Und wenn wir uns noch ein bisschen Ablage generieren wollen oder die Abdeckung außer Hand haben wollen, können wir die ganz einfach hier einhängen und haben uns hier noch eine Borte geschaffen. Die Küchenzeile des Schick C-Line ist immer ausgestattet mit dem Kaffeemaschinenlift. Der ist immer serienmäßig dabei. Optional kann man ab Werk hier natürlich auch gleich ein Gerät dazu kriegen, zum Beispiel eine Espresso-Kapselmaschine. Im unteren Bereich haben wir in der Mitte der Auszüge das Mülleimerfach mit zwei getrennten Mülleimern untergebracht. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Bei vielen Fahrzeugen fehlt da immer der Platz für den Müll. Natürlich haben wir auch die Besteckschublade gleich hier mit der Segmentierung an Bord. Des Weiteren haben wir natürlich noch weitere Schubladen und hier unten ein großes Bodenfach, was nochmal zusätzlich zum Beispiel eine Getränkekiste aufnehmen kann. Auf der gegenüberliegenden Seite bietet unsere Küche viel Stauraum im Apothekerauszug. Also hier haben wir wirklich viel Platz für Kaffeekapseln, Gewürze, Öle etc., was so alles zur Küche dazugehört. Der Kühlschrank der Dometic 10er Serie mit dem separaten Gefrierfach, den kennt wahrscheinlich schon einige. Der hat das schöne Gimmick, dass die Türen beidseitig öffnen, sprich ich komme von der Sitzgruppe, von der Türseite ran. Ich kann aber auch die Tür von der anderen Seite öffnen, sodass meine Tür eigentlich nie im Wege ist. In dem Fall haben wir die Option Tech Tower mitbestellt, heißt wir haben über dem Kühlschrank nochmal den separaten Gasbackofen. Oben haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge Stauraum. Hier haben wir nochmal zwei Dachstauschschränke, die einiges an Küchenutensil aufnehmen können. Und wenn wir mal wirklich kochen möchten und Kochdünste aus dem Auto abtransportieren wollen, dafür haben wir hier den elektrischen Dachlüfter. Der sorgt einmal dafür, dass wir Kochdunst rausleiten können aus dem Auto und wir können auch den Lüfter andersrum drehen lassen, sodass zum Beispiel mal kühlere Luft, wenn es abends etwas abgekühlt ist, von draußen ins Fahrzeug reingeblasen werden kann. Wenn wir von der Küche einen Schritt weiter nach hinten gehen, sind wir auch schon im geräumigen Bad. Wir haben natürlich beim Schick C-Line die Möglichkeit, das Raumbad zu zaubern. Sprich, wir haben diese Tür, die hier umklappt, dort sich arretieren lässt und uns im Prinzip einen zweiten Raum bietet. Wir haben auch die Doppeltrenntüre dabei, heißt, wenn wir die Tür zu haben, können wir auch jetzt hier nochmal den Toilettenbereich nochmal separieren, sodass da jemand auch ungestört sich aufhalten kann. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir die wirklich großzügige separate Dusche. Wir haben die Dachhaube mit an Bord und wir haben auch oben schon die Kleiderstange in der Dachhaube installiert, sodass wir da auch mal einen Bügel mit einer nassen Jacke aufhängen können. Wem das jetzt noch nicht separat genug ist, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Schlafbereich hinten noch mal wirklich extra zu separieren und haben auf der Seite wie auf der anderen Seite noch mal eine zusätzliche Schiebetür. Jetzt sitzen wir im wirklich geräumigen Schlafzimmer unseres Schick C-Line. Wir haben also viel, viel Schrankraum. Wir haben hier oben die Hängeschränke umlaufend auf beiden Seiten. Auch die Heckwand ist genutzt und bietet viel Stauraum. Hinten in den Ecken haben wir noch mal diese offenen Ablagen. Ist also auch optisch fürs Auge wirklich sehr, sehr schön gemacht. Kleiderschrank haben wir auch wirklich eine Menge. Wir haben unter den Betten am Fußende zwei Kleiderschränke, die wir von oben einsehen können. Wir haben die Tür davor, sodass wir also von vorne wirklich den perfekten Blick rein haben. Das ersetzt also wirklich
einen deckenhohen Kleiderschrank von der Ergonomie genauso. Auf der anderen Seite haben wir das Ganze natürlich auch. Auch da von oben und von vorne zu bestücken. Die Kleiderschränke sind abgesenkt bis in den Doppelboden rein. Also wir haben da auch so viel Höhe, dass wir da auch eine lange Hose oder auch eine lange Jacke auf jeden Fall hängen können. Wer sich das Bett noch etwas vergrößern möchte, hat da natürlich auch die Möglichkeit. Wir haben hier die Carthago Komfort Einstiegstreppe, die A noch mal ein bisschen Stauraum bietet und B halt die Möglichkeit, dass wir diese komplett nach vorne schieben können, das rausziehen können und dann haben wir noch ein zusätzliches Polsterteil, was wir hier einlegen können und somit im Prinzip eine wirklich große Liegewiese gezaubert haben. Über die Stufen, die dann noch begehbar sind, kommen wir bequem weiterhin ins Bett. Im Boden des Raumbades haben wir noch eine Bodenluke. Wenn wir die öffnen, sehen wir jetzt hier die Tankinstallation. Wir haben also hier den Frischwassertank wie auch den Abwassertank im Doppelboden integriert. Somit ist dies alles natürlich frostsicher und absolut für den Wintereinsatz tauglich. Wer abends im Bett den Fernseher zum Einschlafen braucht, der kann natürlich auch hier die Lösung kriegen. Wir haben hier am Fußende des rechten Bettes diesen Schrank, der im Moment ganz einfach nur Stauraum mit einer Borte liefert. Wir können aber hier ein Auszugssystem montieren, indem wir den Fernseher ganz einfach bei Bedarf rausziehen können, sodass wir schauen können. Und wenn wir ihn nicht brauchen, verschwindet der ganz einfach mit der Klappe wieder dorthinter und staubt nicht ein. Besonders gemütlich ist immer die Sitzgruppe hier von unserem C-Line T4.9. In diesem Fall können wir hier das Polster Barcelona 2021 sehen. Passt wirklich sehr, sehr schön zu der Möbelfarbe, die wir bei diesem Auto hier gewählt haben. Wir haben beim Schick C-Line T zwei Varianten, die wir bestellen können. Standardmäßig haben wir immer die Stilwelt Turin. Das ist das klassische, allseits bekannte Carthago-Holz. Oder wer es ein bisschen moderner meiner Meinung nach mag, der bestellt, so wie in diesem Fall hier, die Möbelvariante Linea Moderna mit. Wie immer zum Schluss liefern wir euch noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu diesem absoluten Premium-Teil integrierten. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 7,34 Meter, eine Breite von 2,27 Meter und eine Höhe von 2,89 Meter. Das zulässige Gesamtgewicht dieses Fahrzeuges hier beträgt 4.250 Kilogramm und Masse im fahrbereiten Zustand, so wie das Auto hier ausgestattet steht, sprich mit einem Fahrer mit 75 Kilo, Wasser in Fahrstellung, also 20 Liter einer Alugasflasche an Bord, wiegt 3.423 Kilogramm. Also wir haben hier im Prinzip eine Tonne Zuladung, was finde ich für so einen Zwei-Personen-Teil integrierten wirklich ein Top-Wert ist. Das Auto ist nun schon relativ umfangreich ausgestattet, also wir haben hier schon einiges an Bord. Die genaue Beschreibung könnt ihr nochmal in der Videobeschreibung unten sehen. Wir verlinken auch das Fahrzeuginserat bei mobile.de nochmal dazu. Das ist natürlich nur so lange drin, wie das Fahrzeug auch verfügbar ist. Aber da könnt ihr nochmal ein paar Bilder sehen und auch nochmal die ganzen Details zu diesem Auto. Das Fahrzeug kostet 107.290 Euro inklusive allen Optionen, inklusive Fracht und Überführung. Wenn euch das Auto und das Video gefallen habt, würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht auch einen Kommentar dazu abgebt, was euch besonders gefallen hat. Und wir sagen erstmal bis zum nächsten Video. Viel Spaß!